بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. Der Hass, der im Moment in Deutschland verbreitet wird mit diesen ganzen Hetzkampagnen, ja, wir sind auch mit daran schuld teilweise. Weil es immer wieder Muslime gibt, die uns leider repräsentieren, aber die sich voll daneben benehmen und die mit dem Islam nichts zu tun haben. Ich habe hier von einem Politiker jetzt eine Rede gehört, was er da für einen Unsinn erzählt hat. Heute nenne ich seinen Namen nicht, beim nächsten Mal. Und dann versucht er das dort so hinzudrehen, als wenn, ja, guck mal, die Muslime, guck mal, wie kriminell die sind und so weiter und so fort. Ich komme dann nachher mal auf, oh, guck mal, wie viele Leute es da gibt, die keinen Schulabschluss haben. Ja, das liegt bestimmt am Islam, ne? Ist doch klar, das muss doch am Islam liegen, ne? Dass die keinen Schulabschluss haben. Komischerweise sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, aber Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Der Wissenserwerb ist Pflicht für jeden Muslim. Und dabei ist es egal, ob Mann oder Frau, wenn der Prophet sagt, auf jeden Muslim. Aber Alhamdulillah. Also, wenn wir uns die Rolle der Muslime in Deutschland anschauen, dann müssen wir leider sagen, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, müssen wir sagen, dann müssen wir uns teilweise schämen für unsere Glaubensbrüder. Ich denke, es hat kaum einer eine andere Meinung. Aber jetzt müssen wir uns fragen, was sollte denn unsere Rolle sein? Was sollte die Rolle der Muslime sein? Für den deutschen Otto Normalverbraucher, der würde sagen, ja, die Muslime sollen hier anständige Bürger sein. Nicht kriminell, keinem wehtun und so weiter und so fort. Was sagt der Islam? Der Islam sagt, ja, die Muslime, die sollen anständige Bürger sein. Weil der Islam verbietet dir zu stehlen, der Islam verbietet dir zu vergewaltigen, der Islam verbietet dir zu betrügen, der Islam verbietet dir alle schlechten Taten. Und das ist der Weg des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, über den der allmächtige Gott, Allah subhanahu wa ta'ala, sagt, wa innaka la'ala khuluqin azim. Und wahrlich, du hast wahrlich die gewaltigen Charaktereigenschaften. Wenn wir uns damit schmücken. Und mit Charaktereigenschaften ist nicht nur gemeint, manche Muslime verstehen darunter, immer ruhig sein und lieb. Nein, mit gewaltigen Charaktereigenschaften ist gemeint, dass du nicht lügst, dass du ehrlich bist, dass du hilfsbereit und andere Eigenschaften. Ja, weil viele verstehen das etwas falsch. Die denken, wenn jemand ganz ruhig ist, das ist dann gewaltiger Charakter. Nein, es gab Leute, die haben einen energischen Charakter gehabt. Aber Alhamdulillah, das ist das. Die Aufgabe der Muslime oder die Rolle der Muslime für die Nichtmuslime. Dass wir sagen, dass die Nichtmuslime sagen, das ist verständlich. Wir wollen es mit Menschen zu tun haben, die, dass sie uns nicht wehtun, ja, und dann sind sie bei uns herzlich willkommen. Aber aus islamischer Sicht, was sollte die Rolle aus islamischer Sicht sein? Für Deutschland, und da kommen wir später drauf, aber die Rolle aus islamischer Sicht ist sehr eng verbunden mit unserem Ziel. Und was ist unser Ziel? Ist unser Ziel ein schönes Haus bauen? Ich habe ein Haus hier gebaut, ein Haus in meinem Heimatland gebaut. Meine Tochter geht im Bordell arbeiten. Oh, nee, Entschuldigung, das wollte ich nicht erwähnen. Ja, weil bei vielen Leuten ist es so. Die Kinder sind weg vom Fenster. Der Sohn ist Drogendealer. Die Tochter ist mit irgendeinem Typen ausgebrannt, ja? Aber Hauptsache, wir haben in unserem Heimatland ein Häuschen gebaut. Schaffe, schaffe, häufiges Häusle baue. Aber für die Religion nichts getan. Unser Ziel muss sein, ein Ziel, das gewaltigste Ziel. Das, was Allah subhanahu wa ta'ala, wo er in einem heiligen Hadith sagt, إِنِّي عَدَدْتُ الْعِبَادِ صَالِحِينَ مَا لَعَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَأَ الْقَلْبِ بَشَرْ. Ich habe für meine rechtschaffenden Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Das Paradies. Udukhuluha bisalam. Trete ihn in einen Frieden. Welcher Frieden? Ewiger Frieden. Dhalika yawmul khulud. Dies ist der Tag der Ewigkeit. Und was gibt es dort? Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Dort gibt es für sie, was sie wollen. Und bei uns gibt es noch mehr.
Das heißt, egal was du dir wünschst, egal was du vom Diesseits anschleppst, im Jenseits wird es mehr geben. Im Jenseits wird es Dinge geben, die du dir nicht mal vorstellen kannst. Und der zweite Erfolg dabei ist direkt welcher? Dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Kullu nafsin dha'ikatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. وَإِنَّمَا تُوَفَوْنَ أُجُورُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Und dann werdet ihr euren Lohn zugetan bekommen, am jüngsten Tag. Und was ist dann? Was ist der Erfolg? فَمَنْ زُحْزِعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسَ. Und wer dann von dem Höllenfeuer weggebracht wird und in den Paradiesgarten hineingebracht wird, der hat gewonnen. وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Und wer Allah und dem Gesandten gehorcht, hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. Und das ist der gewaltigste Gewinn. Aber wie bekommen wir den? Und was steht uns im Weg? Was steht uns im Weg auf diesem Weg zum Paradies? Auf diesem Weg zur ewigen Glückseligkeit? Wir stehen uns selber im Weg. Warum? Was wird praktiziert von der Religion? Seien wir doch mal ganz ehrlich. Wir freuen uns heute unheimlich. Moment, wir warten erst, bis der Ton wieder in Ordnung ist. Hat eben einer, haben die Schwestern nicht gehört, oder wie? Schwestern hören immer dasselbe. Also liegt nicht an Schwestern, aber leider. Ich hab jetzt gedacht, weil das da oben frei ist, jetzt können die Schwestern hören. Normalerweise frage ich immer, bevor ich anfange mit dem Vortrag, frage ich, können die Schwestern hören? Ja, jetzt hören sie doch. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nee, normalerweise frage ich das immer vorher, weil es ist leider so, auch für die Nicht-Muslime, die hier sind. Für den Mann ist es halt Pflicht, am Freitag in der Moschee zu beten. Deswegen sind die Moscheen eher für die Männer eingerichtet. Für die Frau ist das Gebet zu Hause noch besser. Alhamdulillah. Die hat es leichter. Der Islam hat es der Frau so leicht gemacht, Alhamdulillah, in dieser Beziehung auf jeden Fall. Ja. Auch in anderen Beziehungen. Ne? Der Mann muss zum Beispiel Bart tragen, die Frau muss kein Bart tragen. Alhamdulillah. Ich meine, ich persönlich bin sehr glücklich, dass meine Frau keinen Bart trägt. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jedenfalls, jetzt müssen wir gucken, wer steht uns im Weg. Ich habe gesagt, wir stehen uns selber im Weg. Warum? Weil, wenn wir uns umschauen, ja, wir sagen heute, MashaAllah, viele Jugendliche hier, MashaAllah, die Moschee ist voll, Alhamdulillah. Aber achi, wie viele Leute sitzen draußen? Wie viele Leute wissen heute nicht Bescheid? Wie viele sind im Knast? Wie viele Mädchen liegen mit ihrem Freund im Bett, muslimische Mädchen? Wie viele Jungs brauchen wir gar nicht drüber zu reden, subhanallah. Ja, katastrophal, achi, Katastrophe. Ja, Kriminalität, das ganze komplette Programm, Drogensucht und so weiter. Du brauchst nur mal nach Köln zu kommen. Ach nee, du kannst ruhig in Mannheim bleiben. Kennst du bestimmt auch hier, oder? Kann ich mir gut vorstellen. So, das heißt, wir stehen uns selber im Weg. Aber jetzt frage ich, zum Beispiel, was hat Allah uns vorgeschrieben? 5 Gebete am Tag. Was hindert einen daran, 5 Gebete am Tag zu beten? Fasten, Ramadan fasten. Was hindert einen daran zu fasten? Dann, dass man heiraten soll und keine Sina, Unzucht begehen soll. Was hindert einen daran? Warum? Wochenende, okay, Disco, stimmt, Disco. Ja, okay. Wer hat dich gezwungen, in die Disco zu gehen? Dich zwingt vielleicht jemand nicht in die Disco zu gehen, der Türsteher, der sagt, hey, du kommst hier nicht rein oder so. Aber hat dich einer dazu gezwungen, in die Disco zu gehen? Nein. Also wo liegt das Problem? Wie kommt es, dass wir das machen? Hat Allah etwas Unmögliches von uns verlangt? Wallahi nicht. La yukallifullahu nafsan. Allah bürdet keiner Seele auf, außer was sie zu tragen vermag. Jetzt frage ich euch, vielleicht hat einer eine Idee. Ich frage euch wirklich, ich soll aber zwischendurch keine Frage stellen. Nur jetzt, wenn ich euch frage, vielleicht kann man eine Antwort geben. Was ist das Problem? Warum sind in Deutschland so viele Muslime, praktizieren die Religion nicht? Hat einer einen Grund? Hat einer eine Idee? Bitte, gib mir eine Antwort. Bitte. Passe ich die Gesellschaft an? Ja, warum? Warum? Shaitan, ja auch. Hat einer noch eine Idee? Also das, was du warst, war eigentlich das, was ich fast hören wollte. Ich wollte so etwas anderes hören. Bitte.
Oh, sehr gut. Schön. Guck mal, eure beiden Antworten, die wollte ich ungefähr so haben. Er sagt, ja, die Gesellschaft, sie passen sich der Gesellschaft an. Und der Bruder hat gesagt, die wollen nicht in die Ecke gestellt werden. Das heißt, wenn sie Religion praktizieren, dann sind sie Außenseiter. Komischerweise, wisst ihr, was die Islam-Schlaumeier jetzt immer erzählen? Die erzählen ja, die Leute, die Muslim geworden sind, das waren vorher alles Außenseiter gewesen. Die kamen mit ihrem Leben nicht klar. Und da haben die den Islam angenommen. Maschallah, sehe ich aus, als wenn ich vorher Außenseiter gewesen bin. Aber egal. Ey, brauchen wir heute nicht drüber zu reden. Ach ja, der ist Muslim geworden, damit er kein Außenseiter mehr ist. Das ist eine logische Schlussfolgerung. Nee, aber diese Idee haben die immer, damit man sich nicht damit auseinandersetzen muss. Die hören in der Zeitung, im Jahr 2000 4000 Leute Muslime geworden. Im Jahr 2005 4000 Leute zum Islam konvertiert. Im Jahr 2006 14.300 Leute zum Islam konvertiert. Frankfurter Allgemeine, März 2007. Danach habt ihr von 14.000 nichts mehr gehört. Ja, die hören diese Zahlen, ja? Und dann kannst du es dir schön einfach machen, indem du einfach sagst, ja, die sind alle bekloppt. Die waren alles vorher Außenseiter, die kamen mit ihrem Leben nicht klar. Keine Pünktlichkeit, keine Ordnung im Leben, ja genau. Keine Pünktlichkeit, keine Ordnung im Leben, deswegen betet er jetzt 5-mal am Tag. Morgens, mittags, nachmittags, abends, nachts. Zur bestimmten Zeit. Weil er konnte, vorher kam er mit der Ordnung nicht klar, jetzt muss er mit der Ordnung klarkommen. Aber wie gesagt, das ist nur dazu da, um es sich leicht zu machen. Dann braucht man sich nicht damit auseinanderzusetzen. Dann braucht man nicht nach rationalen Beweggründen zu suchen, indem man einfach sagt, ja, die haben alle eine Macke. Ja, die waren vorher Außenseiter gewesen, kamen mit ihrem Leben nicht klar, die sind dann zum Islam konvertiert, ja. Jedenfalls nochmal zurückzukommen auf die Punkte, die zwei Brüder, Jazahuma Allahu Khairan, möge Allah die beiden benannt haben. Der eine hat von Gesellschaft geredet und der andere hat auch von Gesellschaft geredet. Ich denke, sehr viele Leute hier hätten etwas Ähnliches gesagt, oder? Nein. Wer wäre auf die ähnliche Idee gekommen? Du noch? Ja, okay, die meisten trauen sich, der jetzt, gehen die Finger kurz hoch. Nicht so schüchtern. Ich beiße nicht, keine Angst. Aber ich wollte noch was vorher sagen, ja, bevor ich weitermache. Viele Brüder und Schwestern sind heute hingekommen und die kennen mich aus dem Internet. Ja, manche, die kennen mich schon sehr intensiv, ja, die kennen meine Oma, Else, meine Tante, Erika, Hannelore und so, die kennen alles. Die kennen meine ganze Familie und die haben mich schon so oft gesehen, kennen den Gesichtsausdruck, alles. Und dann sehen die mich bei einem Vortrag und die denken dann, ich bin der alte Freund von nebenan. Als wenn ich jetzt zu denen herkomme, ey, Alter, alles klar, lange nicht mehr gesehen, Salam alaikum. Aber Achi, ich kenne dich nicht. Ich liebe euch alle für Allah, möge Allah euch alle ins Paradies führen, nur viele Leute erwarten dann von mir, dass ich dann zu jedem komme und sage, ja, alles klar, wie geht's und hin und her und rede dann mit jedem 20 Minuten und mache ein kleines Gespräch. Nur ihr könnt euch sicherlich vorstellen, bei, weiß nicht, wie viele Leute heute hier sind, ist es wahrscheinlich ziemlich relativ unmöglich, dann mit jedem ein Pläuderchen zu halten. Das wollte ich nur vorne absagen. Jedenfalls viele Jugendliche, mit denen ich gesprochen habe, und ihr seht, das war die erste Antwort gewesen mit der Gesellschaft und die dritte Antwort. Ja? Weil die andere Frage, die Sache der Scheitan, warum praktizieren wir in Deutschland nicht, ist ja allgemein. Ob wir jetzt in Deutschland sind oder in einem anderen Land. Aber hier in Deutschland, viele sagen, es liegt an der Gesellschaft. Und hier möchte ich euch jetzt ein bisschen den Spaß verderben. Der meinte gerade, die Brüder sollen bitte zusammenrücken, weil draußen stehen noch welche, die wollen rein, ja? Jetzt! Zusammenrücken, das wäre sehr gut. Tafassahu fi majalisi. Okay. Viele Leute hätten wahrscheinlich eine ähnliche Antwort gegeben. Und hier fängt der Punkt an. Und ich möchte euch etwas sagen, Brüder und Schwestern. Ich komme nicht, um mich beliebt zu machen. Ich komme meistens, um mich unbeliebt zu machen. Weil ich nämlich versuche, das zu sagen, was mein Glaube ist. Und das wird vielen Leuten nicht unbedingt passen. Aber ich sage euch heute etwas, was Allah im Koran sagt. Viele Leute sagen, ja, warum betest du nicht? Ja, hier in Deutschland ist schwer, auf dem Arbeitsplatz, ich muss arbeiten. Ja, warum hast du eine Freundin? Ja, hier in Deutschland ist schwer, guck mal, du gehst raus aus dem Haus, guckst nach rechts, guckst nach links, überall Plakate und so weiter, machst den Fernseher an.
Viele Leute, du sagst ihnen, ja, warum ziehst du kein Hijab an? Ja, in der Gesellschaft, ich werde in die Ecke gestellt. Ja? Das heißt, guck mal, wir sind unterdrückt hier, wir können nicht. Allah sagt im Koran, das sollte man sich genau zuhören. Weil viele Leute sagen das. Viele Leute haben diese Antwort, ja, guck mal, was sollen wir machen? Zinsen, wir müssen Zinsen nehmen. Guck mal, wir leben hier in Deutschland. Allah sagt im Koran, إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ. Diejenigen, die sich selber Unrecht getan haben, wenn die Engel sie abrufen, was sagen die Engel zu denen? Wo wart ihr? قَالُوا كُنَّ مُسْتَدْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ. Wir waren Unterdrückte auf der Erde. Dann sagen die Engel, أَوَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِيعَةً فَتُحَاجِرُ فِيهَا. War die Erde von Allah nicht weit genug, dass ihr einen anderen Platz suchen konntet? Dass ihr auswandern konntet? فَأَوْلَى. Und jetzt, was kommt jetzt? Also, viele von uns sagen, ich fasse zusammen, wir können nicht, ist schwer. Jetzt die Engel sagen, wo wart ihr? Die sagen, ja, war schwer, da wo wir gelebt haben. Die Engel sagen, war die Erde nicht weit, um einen anderen Platz zu suchen? Und dann sagt er, faule, wenn du, man denkt, das wäre eine Ausrede, faule, ich hab ma'wahum jahannam, wasa'at masira. Und denen, denen ihre Bleibe wird die Hölle sein. Denen ihre Bleibe wird die Hölle sein und übel ist diese Fahrt. Deswegen sollte man das ernst nehmen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, guck, ich kann nicht praktizieren, meine Tochter, mein Sohn, mein dies, mein das, was hat dich hier hingebracht? Und ich habe schon gesagt, das wird vielen Leute sehr bitter aufstoßen, das Thema. Aber das ist so. Aber ich habe gleich die Lösung. Nicht verzweifeln, nicht anfangen zu weinen. Ich habe die Lösung gleich, inshallah, wie wir da rauskommen. Jetzt sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und das muss man sich genau anhören. Sadiqul Masduq, der die Wahrheit spricht. Der die Wahrheit spricht. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam. Der sagt, Annabari'un, ich bin losgesagt, min kulli muslimin yuqimu beina athhuril mushrikin. Ich bin losgesagt von jedem Muslim, der unter den Kuffar lebt. Losgesagt. Ich habe nichts damit zu tun. Subhanallah. Guck dir die Sache an. Jetzt ist es schwierig. Und deswegen sagen die Gelehrten, und glaub es mir, geht, das hört man heute nicht, weil heute wird viel verschwiegen. Geh zu den alten Fiqh-Büchern hin, die werden zu dir sagen, es ist haram. Es ist haram, in so ein Land zu kommen, ohne einen Grund. Glaub es mir, geh zurück. Glaub es mir. Ich hab dir gerade die Beweise von Koran und Sunnah. Du kannst ruhig zu Hause hingehen, kannst dir ein Fiqh-Buch suchen, auf Arabisch und Arabisch, kannst du guckst. Glaub es mir. So, jetzt ist die Lösung. Jetzt fragt man sich, okay, wenn wir jetzt diese Sachen gehört haben, wenn wir jetzt gehört haben, in was für einer Situation wir uns befinden, in einer schwierigen Situation, wir praktizieren nicht, auf uns trifft genau dasselbe zu, was die Engel sagen, und der Prophet sagt, er hat nichts mit uns zu tun. La ilaha illallah, sallallahu alaihi wasallam. Dann müssen wir uns fragen, woran liegt es, was hält uns davon ab, die Religion zu praktizieren und den und Leine zu ziehen, auf gut Deutsch. Wisst ihr was, das oft ist? Subhanallah, was Allah sagt. Kul in kana aba'ukum, wa abna'ukum, wa ikhwanukum, wa aswajukum, wa ashiratukum, wa amwalun iktaraftumuha, wa tijaratun takshawna kasadaha, wa masakinu tardawnaha, ahabba ilaykum min Allahi wa rasooli. وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَّرَبَّسُ هَتَّ يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. Wenn euch, eure Familie und so weiter, zählt alle Kategorien auf, die Frauen und die Sippe und die Brüder und so weiter und euer Geld, was ihr zusammengebracht habt und euren Handel, wo ihr Angst habt, dass der kaputt geht, ja, und eure Häuser, wenn die euch lieber sind als Allah und der Gesandte, und anstrengen auf dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala, dann wartet ab, bis Allah mit seinem Befehl kommt. Und ein Befehl von Allah ist welcher? Wenn die Engel die Seele holen.
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Diejenigen, die die Engel abrufen. Wo wart ihr? Wir waren unterdrückt in der Erde. War die Erde nicht weit, um auszuwandern? Und jene, ihre Bleibe, wird die Hölle sein. So, jetzt haben wir ein Problem, ne? Und Allah sagt, weg von hier. Und was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Was sagt Allah noch im Koran? مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا ضلالا مبينا. Das heißt, wer, ja, es geziemt sich für eine gläubige Frau und einen gläubigen Mann nicht, wenn Allah und sein Gesandter in einer Sache etwas entschieden haben, einen Befehl gegeben haben, dass sie eine andere Wahl in dieser Sache treffen. Und wer sich Allah und dem Gesandten widersetzt, der ist auf einem deutlichen Irrweg. Deutlichen Irrweg. Und es gibt einmal Siratul Mustaqim, das ist der Weg zum Paradies. Und es gibt einmal die Wege, Dalal und Mubin, die in die Irre führen. Jetzt fragt man sich, wenn wir sagen, ja, wir müssen wieder in unsere Heimatländer zurück, in die islamischen Länder, wo du diese Probleme nicht hast, dann werden jetzt einige Leute mit Argumenten kommen. Keine Angst, es kommt gleich mit der Lösung, inshallah. Ein bisschen Geduld noch. Dann werden einige Leute sagen, ja, warte mal, aber in unseren Ländern ist es doch auch schwer. In unseren Ländern, guck mal, ich komme da und daher. Ich kann nicht für alle Länder reden. Ich kann jetzt nur für Marokko reden. Und ich kann dir eins sagen. Ich war in Marokko, ich war in Saudi-Arabien, ich war in Ägypten, auch in der Türkei jetzt, aber da war ich zu kurz gewesen. Ich war in vielen islamischen Ländern, aber ich sag mal Marokko, Ägypten und Saudi-Arabien, da war ich schon etwas länger gewesen, da kann ich mir ein Bild von machen. In all diesen Ländern, glaub es mir, wirst du zum Gebet gerufen. In all diesen Ländern, wenn dein Kind dort ist, das wird nicht aus der Schule sein, und ich habe hier Kinder erlebt, aus arabischen Familien, 14 Jahre, der kann die Shahada nicht aussprechen. Und diese ganze Umgangsform, dieses ganze Hijab tragen und so weiter, ist leicht für dich. Und okay, du wirst sagen, ja, da gibt es auch viele, sind in die Irre gegangen. Ich sage, klar, kein Problem, das stimmt. Aber wenn du dort, wenn dein Kind dort in die Irre geht, dann sagst, kannst du inshallah am jüngsten Tag sagen, ich habe alles versucht. Aber wenn du hier in die Irre gehst, wir haben eben gesagt, es ist schwer hier. Guck mal, wenn einer von euch in sein Heimatland fährt, ja, und da ist der Adhan und die Moschee ist um die Ecke. Wie viele beten alle 5 Gebete in Jama'a? Viele, weil es einfach ist. Aber wie viele beten hier in Deutschland alle 5 Gebete in Jama'a? Achi, ich bete nicht alle 5 Gebete in Jama'a. Warum? Weil ich dann den ganzen Tag nur umfahren bin zwischen Moschee und Hause und zu nichts mehr komme. Ja, schaffst du nicht. Und das sind diese Kleinigkeiten. Diese Kleinigkeiten in der Schule und vor allen Dingen jetzt in der Situation, wo Mädchen dazu gezwungen werden, wo Jungs dazu gezwungen werden, Dinge zu tun, die in der Religion verboten sind. Das heißt, das ist jetzt das Problem. Jetzt wird jemand sagen, ja okay, unsere Länder sind nicht islamisch. Sind keine islamischen Länder. Weil es ist Tatsache, es gibt einen Ikhtilaf unter den Gelehrten, ob ein islamisches Land ein Land ist, wo die Mehrheit der Bevölkerung Muslime sind, oder ob ein Land islamisch ist, wenn dort mit den Gesetzen Allahs beherrscht wird. Das ist eine Meinungsverschiedenheit unter Gelehrten. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in diesem Hadith nicht, ich bin bari von einem Muslim, ana bari min kulli muslimin yuqimu fi baladin ghayri islamiyyin. Ich bin losgesagt von jedem Muslim, der nicht in einem islamischen Land lebt, sondern von jedem Muslim, der unter den Kuffar lebt. Das heißt, hier kommt es auf die Bevölkerung an. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, sagt er, dass das Beispiel von dem, der mit einem guten Menschen sitzt und der mit einem schlechten Menschen sitzt, ist wie das Beispiel von einem Missverkäufer und das Beispiel von einem Schmied. Ja? Der bei dem Missverkäufer sitzt, der wird was abbekommen von dem Duft, von dem Geruch.
Aber der, der bei dem Schmied sitzt, der wird was abbekommen. Ein Funken, der die Kleidung verbrennt, oder seine Kleidung wird danach nach diesem Feuer stinken. Das heißt, wenn du hier bist und du machst keine Dawa und schenkst dich an für Allah, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn diese Sachen abfärben. Wir verurteilen jetzt nicht die Deutschen, die hier wohnen, oder die Nicht-Muslime, sondern viele von denen wissen ja gar nicht. Sondern was wir sagen ist, du gewöhnst dir diese Sachen an. Wie viele Muslime sind aus diesem Grund, und es haben eben zwei Leute im Schiff, von der Religion weggekommen. Auf einmal steht der Weihnachtsbaum zu Hause im Wohnzimmer. Ja, das ist ein New Islam. Ist eine gute Bid'ah, ist das. Weihnachtsbaum. Ist doch schön für Allah, damit er den Weihnachtsbaum mag. Vielleicht sagt das demnächst einer, oder? Könnte doch sein. Wir sind vieles gewohnt. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, das ist eine gute Bid'ah, ne? Ich habe nur jemanden nachgemacht, der es vielleicht gesagt hat, ja? Kein Problem. Also jedenfalls, jetzt fragen wir uns natürlich, und außerdem, wenn der Prophet das gesagt hat, der Prophet hat noch was anderes gesagt. Der Prophet hat gesagt, لا تنقطي الحجرة حتى تنقطي التوبة ولا تنقطي التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Die Hijra wird nicht aufhören zu existieren, bis die Toba aufhört zu existieren. Und die Toba, die Reue, wird erst aufhören zu existieren, wenn die Sonne aus dem Westen aufgeht. Das heißt, jüngster Tag, Ende. Das heißt, bleib bis zum jüngsten Tag. Wenn wir sagen, ja, wir haben heute keine Länder, wo wir hingehen können, dann würde dieser Hadith falsch sein. Dann, jetzt sagen wir, es gibt einen Ausweg. Was ist der Ausweg? Weil wir gehen wieder zurück zu den Büchern von den alten Gelehrten, das ist sowieso das Beste. Immer zu den Büchern von alten Gelehrten zurückzugehen. Und die sagen dort, mit welcher Bedingung man in so einem Land leben kann. Ja? Als erstes sagen sie, man muss, Idharuddin muss möglich sein. Idharuddin, die Religion, offen zeigen. Und was ist mit offen zeigen gemeint? Mit offen zeigen gemeint ist, und da sagen die Gelehrten, da reicht es nicht einfach nur, dass man 5 Gebete beten kann. Sondern mit offen zeigen ist Takfir al-Mushrikin gemeint. Dass man offen sagen kann, hier, das ist die Wahrheit und das ist der falsche Weg. Dass du offen sagen kannst, das Islam ist der richtige Weg und alles andere ist für uns der falsche Weg. Und was ist der Beweis dafür? Weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die Mushrikun in Mekka, im Allgemeinen, die hatten nicht unbedingt was dagegen, dass er mit einer anderen Religion gekommen ist. Das war nicht bei manchen schon, aber was sie da, wo sie etwas gegen hatten, das war nicht illallah, dass jemand sagt, wir beten nur Allah an. Wo sie etwas gegen hatten, war, dass jemand sagt, la ilaha illallah. Du darfst die anderen nicht anbeten, es gibt keinen Gott außer Allah. Das heißt, dass er die anderen Götter zunichte gemacht hat, negiert hat. Das war das Problem. Dass er gesagt hat, das, was ihr macht, ist falsch. Hätte er gesagt, ja, ihr seid richtig, wir sind richtig, wäre kein Problem, hätte der weiterleben können. Aber was hat Allah ihm befohlen? Allah hat ihm befohlen, Kul ya ayyuhal kafirun, sprich, o ihr Kuffar, ich diene nicht dem ihr dient. Das heißt, eine Aussage, die zeigt, dass es falsch ist, der andere Weg. Dass der andere Weg falsch ist. Das heißt, das muss dir möglich sein. Und viele von uns schämen sich wegen diesen wahren Worten. Viele von uns schämen sich. Viele von uns, die haben auf der Arbeit noch nie den Mund aufbekommen und versucht, ihre Nachbarn zu warnen. Viele haben das noch nie geschafft. Was ist das Problem? Du willst nur das Gute für den. Wir wollen keinen Menschen vernichten. Wir wollen keinen Menschen töten. Wir wollen die Menschen mit der Erlaubnis von Allah ins Paradies bringen. Und wir Muslime sind überzeugt, dass der Islam der richtige Weg ist. Frag doch mal einen Christen, einen evangelikalen Christen, was der richtige Weg ist. Der wird auch zu dir sagen, ja, Christentum ist der richtige Weg. Islam ist falsch. Also wie kommt es, dass wir uns schämen, die Wahrheit auszusprechen? Das, was in unserem Herzen ist. Wir dürfen uns nicht für das schämen, was wir im Herzen haben. Subhanallah. Allah.